Ein lauer Spätsommerabend in Berlin-Schöneweide. Im Garten der Hasselwerder Villa an der Spree sitzen in lockerem Abstand vielleicht 50 Gäste auf Bierbänken und Gartenstühlen. Auf einer kleinen Bühne spielt das arabisch-jüdische Trio Oriental. Die Villa gehört dem Bezirk Treptow-Köpenick. Eine Literaturinitiative nutzt Räume als Zentrum für Kunst und Begegnung. Heute findet hier das Middle East Union Festival statt. Eine viertägige jüdisch-muslimisch-nahöstliche Literatur- und Musikveranstaltung mit politischer Vision. Assalamu alaikum, guten Abend, Erev Tov, good evening. We're very happy to be with you all on the fourth and closing night of the Middle East Union Festival. Heute, am vierten und letzten Abend des Festivals, soll die Middle East Union offiziell gegründet werden. Ein politisch-künstlerisches Projekt. Now it's a historic moment, okay? Don't laugh, it's historic. Es ist ein historischer Moment. Lacht nicht, es ist historisch. Es liegt in der Luft. Heute verkünden wir die Gründung der Nahostunion. Es gibt die Europäische Union, die USA, Großbritannien und jetzt auch die Middle East Union. Eine politische Nahostunion, eine Region ohne Grenzen. Naiver Traum oder künstlerisches Statement? Für mich im Moment ist es eine Utopie, sagt Hila Amit, eine der Kuratorinnen des Festivals. Ich hoffe, das kann zur Realisierung kommen, aber im Moment sehe ich keine Möglichkeit. Und deshalb machen wir das hier in Berlin und nicht in Amman und Jerusalem. Es gibt viele Grenzen, es gibt Kriege, Flüchtlinge. Es ist wirklich schwierig, heute zu imaginieren, ja, eine Welt in der Nahost ohne Grenzen, mit einer Kultur und ein Land, wo Leute können von einer Stadt zu einer anderen Stadt fahren, ohne Passreise. Ja, es ist wirklich Utopie. Die Schriftstellerin Hila Amit hat ihre familiären Wurzeln in Syrien und dem Iran. Sie selbst ist in Israel geboren, ist Jüdin, hatte aber immer engen Kontakt zur palästinensischen Bevölkerung. Ich kenne auch Leute aus Ägypten und Syrien, aber für mich, Palästina ist immer die Näheste. Die Arabisch, das ich spreche, ist auch in die palästinensische Dialekt. Und die Geschichte von den Nahost, ich glaube, dass es beginnt in diesem Punkt zwischen Israel und Palästina. Wenn es gibt keinen Krieg da, vielleicht die ganze Nahost wäre ein bisschen einfacher, diese Union zu organisieren, weil das ist wirklich das schwierige Punkt. Zusammen mit Hila Amit hat Mati Shimuelov das Festival kuratiert. Er versteht die Gründung der Middle East Union nicht als fertiges Konzept, sondern als eine Einladung, weiter zu diskutieren. Zunächst in der Berliner Diaspora. Wir wollen zusammen hier Leute in Exil, zum Beispiel von Iran und von Palästina, Flüchtlinge aus Syrien oder Afghanistan oder irgendwo. So, wir sitzen hier und wir haben unsere Kunst, und mit der Kunst, das ist das größte Zeug, zu denken und zu träumen. Mati Shimuelov lebt seit 9 Jahren in Berlin. Geboren ist er in Haifa, aber Israeli mag er sich nicht nennen. Er sei ein Jude mit iranischen, syrischen und irakischen Wurzeln, ein jüdisch-arabischer Schriftsteller, der die Middle East Union in seiner Familiengeschichte und in seinem Körper trägt. Es gibt eine Gedichte, das ich geschrieben in Arabisch, aber mit hebräisch Buchstaben. Es gibt auch eine Gedichte, das ich geschrieben in Deutsch, aber mit hebräisch Buchstaben. So, und das heißt Bagdad, Haifa, Berlin. Das ist Bagdad, wo meine Mutter hat geboren, Haifa, wo ich hat geboren, und Berlin, wo meine Tochter hat geboren. So. Ich bin Judendichter, ich schreibe hebräisch, ich kotev hebräisch. Du fragst, warum schreibe ich hebräisch in Berlin? Wallah, lo yoda. Ich bin ein Lachmann, ich bin ein Schlechtjuden, Immigrant von Irak, ich bin Juden und ich bin Arabisch. Es ist das, wovon die Poetinnen und Dichter, die Musiker und Künstlerinnen auf diesem Festival erzählen. Die Grenzen zwischen jüdisch und muslimisch, palästinensisch, arabisch und israelisch verwischen. Auch in der Familiengeschichte von Abdulkadir Musa spiegelt sich die kriegerische und zugleich Kulturgrenzen sprengende Geschichte der nahöstlichen Region. Der Dichter aus Rojava, der autonomen kurdischen Region in Nordsyrien, mag sich kaum Kurde nennen. Lieber ein Mensch aus Kurdistan mit christlich-aramäischen Wurzeln, arabisch-muslimisch sozialisiert. Erst spät fing er an, auf Kurdisch zu schreiben.
Afder Nedawiyah. Oh, ewige Flucht. Hier ist kein Ende. Der Traum kam nicht. Abdelkadir Musa mag seinen Nachnamen. Musa, die arabische Form von Moses, in der sich die gemeinsame jüdisch-muslimische Tradition spiegelt. Doch so einfach wie an diesem Abend die muslimisch-jüdische, israelisch-arabische Begegnung erscheint, sei es anfangs nicht gewesen, erzählt der Dichter und Übersetzer. Die Autoren oder Künstler allgemein haben Distanz gehabt. Ich kann nicht Antisemitismus nennen, aber diese Phobie zum Beispiel. Menschen aus Syrien kannten keine hebräische Kultur oder jüdische Literatur. Das war Ausnahme, zum Beispiel, wenn man ein Buch illegal in Hand hat oder so. Hier in Berlin, man braucht, ich glaube, immer noch dran arbeiten.